Die Schülerinnen und Schüler des Amandus-Abendroth-Gymnasiums in Cuxhaven haben sich mit der Ressource Wasser beschäftigt. Dabei standen wissenschaftliche Untersuchungen, aber auch globale Fragestellungen im Mittelpunkt. Das Projekt heißt No Water, No Life, No Water, No Peace. Und es hat damit auf sich, dass wir den Schülern die Bedeutung des Wassers näher bringen möchten. Denn wir wissen, dass die Wasserverteilung auf der Erde nicht unbedingt gerecht ist und sich daraus auch viele Konflikte ergeben. Um den Jugendlichen die globale Bedeutung der Ressource Wasser zu verdeutlichen, waren die Zusammenarbeit und der Austausch mit der Birla High School, einer Partnerschule im indischen Kolkata, wesentliche Bestandteile des Projekts. Dabei ist die Idee, das Ganze eben global sich anzuschauen, in dem Fall mit Schwerpunkt dann Indien und Deutschland. Und dann aber auch zu überlegen, was können wir denn regional tun und wie kann man im Hinblick auf Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Wasser das Ganze verbessern. Als Vorbereitung auf den Austausch haben sich die Schülerinnen und Schüler dem Thema Wasser zunächst mit einem wissenschaftlichen Blick genähert und das Wasser aus der Region untersucht, auf seine Eigenschaften und Qualität. Ich habe mit dem Photometer die Trübung unserer Wasserproben gemessen, weil das eben ein Parameter ist für die Wasserqualität. Und die wollen wir dann halt eben mit anderen Ländern vergleichen. Bei ihrem Besuch in Indien verglichen die Cuxhavener Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse mit denen der Partnerschule, um die gewonnenen Erkenntnisse zu vertiefen und durch einen Perspektivwechsel in einen globalen Bezug zu setzen. Das sehr Interessante dabei war halt, dass sie in Kolkata quasi ein Ökosystem, die sogenannten Wetlands, als Kläranlage für die Stadt benutzen. Das Faszinierende an Indien ist, dass die Sachen, für die wir hier Maschinen brauchen, dass dort durch Fische und Pflanzen arbeitsteilig fast das Gleiche geschafft werden kann wie bei uns in den Klärwerken. Aber die Jugendlichen gewannen nicht nur Erkenntnisse über Wasser an sich, sondern auch über die Wasserverteilung in der Welt und das damit verbundene Konfliktpotenzial. Es war dann auch interessant, mal zu sehen, wie extrem die Situation vor Ort ist, dass die Menschen eben täglich kilometerweit zu einem Brunnen oder zu einem LKW laufen müssen, der sie dann mit Trinkwasser versorgt. Und dass es eben in einigen Regionen extrem knappes Gut ist. Wasser ist halt auch eine Lebensgrundlage. Und diese Lebensgrundlage muss halt gut verteilt sein und auch fair verteilt sein. Zurück in Deutschland haben die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse festgehalten und in Schaukästen für andere in der Schule ausgestellt. Geblieben sind aber nicht nur Wissen und Erkenntnisse, sondern auch Freundschaften und interkulturelle Verständigung. Hi! Nice to see you! Hi guys! How are you? Good, how are you? Also der Schüleraustausch behandelt natürlich dieses Projekt zu dem Thema Wasser, aber es geht ja darüber hinaus auch natürlich darum, die verschiedenen Kulturen näher zu bringen und auch einen Einblick in die Lebenswelt der Schüler und auch der Schulen vor Ort zu haben. No Water, No Life, No Water, No Peace. Ein vielschichtiges Projekt, das eine globale Herausforderung aus den verschiedensten Perspektiven betrachtet und daher ebenso vielschichtige Erkenntnisse und Erfahrungen liefert. Ich habe unfassbar viel gelernt für mein persönliches Leben, aber auch über die Welt im Kontakt mit den Indern und in der wissenschaftlichen Arbeit, die wir gemacht haben. Mir hat es auf jeden Fall gezeigt, dass ich selbst sehr dankbar dafür bin, dass ich immer den Zugang zu sauberem Wasser habe und dass ich auch sehr sparsam mit umgehe. Meine, deine, unsere Zukunft.